Hallo Leute und willkommen zurück im nächsten Video von unserem Hardcore-Projekt. In der letzten Folge weiß ich nicht mehr, was wir gemacht haben. Naja, wir haben Lava gesucht und dich gefunden. Und in dieser Folge, ich werde Villager brauchen. Ich werde eine Menge Villager brauchen. Und aus diesem Grunde fange ich in dieser Folge schon mal mit einer Villager-Farm an. Ich habe ein bisschen vorgebaut, damit die Grabearbeiten zumindest schon mal beendet sind. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen da einfach hin und ich erkläre euch, was wir vorhaben. Es ist ganz in der Nähe von den Villagern, also da brauche ich dann nur mein Bötchen runterpurzeln und wir haben schon die ersten. Muss aber nebenbei schaue ich immer wieder ein bisschen wegen Lava. Weil in den Nether wollen wir ja auch. So, hier habe ich schon mal vorgearbeitet. Hier sind die Tunnel, beziehungsweise das wird das Tunnelsystem, wo die Hühner runterfallen. Tschüss. Du bist zu Demonstrationszwecken jetzt da. Müssten genau 8 sein, also dass es nicht runterfließt. So, was ich jetzt brauche, ist eine unendliche Quelle, weil ich will nicht immer wieder da nach unten laufen müssen. Die hätte ich eigentlich auch schon vorher machen können, wenn ich nachgedacht hätte, aber naja. Kleiner Kopf, kleines Gehirn. Und dann wieder rauf. Dann haben wir auch schon unsere unendliche Quelle, weil Wasser braucht man eine Menge. Und wir brauchen auch eine Menge Weizen. Ich glaube, Weizen habe ich sogar, ja, von den Körnern her habe ich auf jeden Fall zu wenig. Aber wird schon irgendwie werden. Da hinten sehe ich auch etwas, das ich ganz gut gebrauchen kann, nämlich ein Schaf. Wir werden nämlich mehr oder minder ziemlich viele Betten brauchen. 3 in jedem Abteil. Das sind die 2 Wolle, die ich, 3 Wolle, die ich jetzt gekriegt habe, sowieso zu wenig. Aber wenn das Schaf weiterhin so ergiebig ist, das wollte ich jetzt nicht, so ergiebig ist, dann wird das schon was. Ich könnte mir direkt mal eine Crafting-Box bauen und das erste Bett, auf dem ich mich dann selber ein bisschen hinlegen kann. So. Die Kamera bleibt übrigens heute aus. Ich bin ein bisschen erkältet und ich sehe aus wie bleh. Und das will ich euch nicht antun. Wird euch am Ende gerade nur schlecht. Die könnte ich eigentlich stehen lassen. So. Und weiter geht's. Angefüllt die ganzen Tümpel hier. So. Ich werde das aber nicht mit Glas zumachen, weil so viel Sand jetzt einschmelzen will ich auch nicht. Sondern das ziehen wir einfach mit Kobbel zu. Das tut es dann schon. Die sollen sich da drin nur vermehren. Mehr sollen sie gar nicht machen. Moment mal. Und was zieht da an der Leistung? So, jetzt müsste es besser sein. Nächstes Abteil. Wow. Nur nicht mit reinfallen. Das ist die Hardcore-Version von dem, den ich im Let's Play gebaut habe. Wenn ihr den nachbauen wollt, ich verlinke euch den, beziehungsweise mache euch eine Infocard und setze ihn in die Beschreibung per Link. Es wird schon dunkel, das hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Na komm. Hallo? Oh. Denk mal schon, warum bewegt sich der nicht? Dabei fange ich hier an zu schreiben. Schreiben wollen wir jetzt nichts. Wird sowieso keiner lesen, außer hier ich und ihr. Also bringt das nicht viel. Oh. Da habe ich wohl einen zu viel gemacht. Würdest du den da wieder rausholen? Danke. Oh, müsste jetzt passen. Jo. Hat. Das passt. So, dann kommt
der Weizen zum Einsatz. Ich hoffe, die machen nicht wieder allzu viel Blödsinn. Wir brauchen auch eine Menge Trapdoors. Das heißt, Holz fällen muss ich auch noch ordentlich. Oh, schon ist sie weg. Da verschwindet auch mal der Unrat aus meinen Kisten. Na gut, dass wir uns eine Crafting-Box hier hingestellt haben. Sieht gut aus. Oh, das war einer zu viel. Den wollen wir da nicht. Upp. Auch kaputt. So, jetzt zählt's. Die letzte, die ich habe. So, jetzt aber, jetzt sind wir fertig. Wenn wir gleich anfangen zu pflanzen, nur 30 Samen habe ich schon, also das ist schon ein bisschen was. Ein bisschen mehr als nichts. Oh, ja, das war's. euch pflanzen wir. So. Mal, ob da noch irgendwo was rauskommt oder ob ich noch was in den Kisten liegen habe. Ich weiß, dass ich solche Dinge auch einpacke. Ich kenne mich. Oder ob schon was von dem Weizen reif ist. Könnte auch sein. Habe ich Knochen mit dabei? Nö. Habe ich nicht. Gut, aber 5 Stück haben wir noch. Die bauen wir auch noch an. So. So, dann rundherum brauche ich 2 frei. 3 frei. Waren es 3 oder 2? Ist ja egal. Das erste muss ich sowieso so anlegen. So. Da sollen sie nicht rüber können. Machen wir 3. Können Sie sich. Ja, das sind jetzt keine 3. Da schon, da nicht. So. Hier auch. 1, 2, 3, 4 und am 4. rüber. Also heute baue ich wie ein König, aber König der Affen. Brauchen wir auch einen König. King Julian. So. Weiter geht's. Ja, das hat mir auch ein Abonnent geschrieben, dass ich relativ oft so sage. Und das ja, ist tatsächlich so. Das kommt einfach so aus mir rausgeschossen. Ich weiß nicht wieso, aber normalerweise sage ich es nicht. Jetzt sage ich es absichtlich. So, hier geht es noch weiter. Einmal noch und dann haben wir es. Zumindest die Grundkontur. Ei! Oh. Herzinfarkt. Ich höre ein Skelett. Das ist jetzt aber nicht da unten drin, oder? Das wäre eine Niederlage hier. Ist nur das Huhn. So, weil wir gerade hier sind, denen versperren wir jetzt gleich mal den Ausgang. Nicht, dass ich das vergesse. Dann sind die AD. Und ich habe ein Problem, weil dann habe ich keine Villager.
Ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal in die Kisten, ob ich irgendwas liegen habe, was wir brauchen könnten oder können. Und wenn nicht, ja, dann haben wir halt Pech. Aber eins machen wir auf jeden Fall heute noch und das sind die Trapdoors einlegen. Gerade mal 10 Minuten auf der Uhr, also da geht schon noch was. Oh, der steht noch immer da. Beziehungsweise der lebt noch. Hätte ich ihm nicht zugetraut. So, habe ich irgendwo noch tatsächlich Weizen drin liegen? Da auch noch. Na, mehr als genug. So, dann werden wir auch gleich mal ein bisschen Holz fällen, damit ich ein bisschen langsam sollte ich mal daran denken, ein paar Kühe zu schlachten. Kupfer, fertig. So, danke. Na, kannst da rein. Wie schaut es denn hier aus? Ist hier was reif, das ich abbauen kann, damit ich mir noch ein bisschen... Ja, da ist ein bisschen was reif. Bisschen was geht immer. Kartoffeln sind auch schon reif. Das ist die hier. So, der Rest. Wird angebaut werden. Kartoffeln, die bauen wir gleich wieder an. Da fackeln wir gar nicht lang. Da. Damit ich irgendwann ein großes Kartoffelfeld habe. Ich werde sie wahrscheinlich nie brauchen, aber ich bin halt auf das hier eingestellt. Habe ich eine Axt mit? Ich habe keine Axt mit. Dann machen wir uns schnell eine. Aber Schlucklauf auch noch. Wir haben ein paar Eier. Huhn, 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 Huhn. Kein Huhn. Ziemlich schlechte Quote, was das betrifft. Da ist eine Axt und wir machen uns noch eine Axt. Habe ich da gerade Knochen gesehen? Nö, nur Pfeile. Ich dachte, ich hätte heute ein Skelett gekillt und Knochen gekriegt. Oder vielleicht habe ich die einfach verwendet. Ich habe heute natürlich schon ein bisschen vorgespielt. Das sieht man, ja? Ja, das geht übrigens mit denen auch, ja? Habe ich gerade rausgefunden. Die Blöcke werden normalerweise nur zum Bauen verwendet bei mir. Von daher sind die noch nie irgendwie anders in die Crafting-Box gewandert. Man lernt eben nicht aus, auch ein Profi nicht. So, bisschen Holz nehmen wir noch mit. Ja, wir werden viel Holz brauchen, weil Treppers sind teuer. Und wir brauchen ganz schön viele davon. Damit die dummen Villager dann auch nach unten fallen. Mir hat die Space-Taste ein bisschen was. Das ist nicht gut. Ich habe zwar noch genug Tastaturen herumliegen, aber an die bin ich gewöhnt. Ich will mich nicht an eine andere umgewöhnen müssen. Und die beim neuen PC mit dabei war, haben sich meine Kinder eingenäht, weil die haben ihre Tastatur ordentlich mit Cola gegossen, sodass wirklich alles stecken bleibt. Was Rang und Namen hat an Tasten. Ich habe versucht, das zu reinigen. Ich habe es nach ein paar Stunden habe ich es aufgegeben. Aber naja, die Tastatur hier, die habe ich schon 5 Jahre. Also wenn die jetzt mal wirklich was haben sollte, dann hat sie eh gute Dienste geleistet. Trotzdem. Gewöhnt an mein Dingens. Zeugs. So wie mein Handy, das habe ich jetzt schon 6 Jahre. Wollte mir mal eine Ex-Freundin von mir erklären, dass wir Mella alle Handyphonitis und iPhonitis haben. Zu der Zeit, wo ich mit dieser Dame zusammen war, wusste ich noch nicht mal, was ein MacBook ist. Aber sie hat mir erklärt, dass ich wahrscheinlich irgendwann eins haben werde.
Nö. Genauso wie sie erklärt hat mit den Handyphonitis, man braucht immer das neueste Handy. Das Handy, das ich zur damaligen Zeit hatte, das war eines der ersten Fischkasten-Handys, das überhaupt auf den Markt kam. Und naja, war nicht zu dem Zeitpunkt nicht mehr modern. Was PCs betrifft, Technik, ja, da bin ich schon auf dem Fuß, dass ich gerne mal was Besseres habe, aber eben das Seine, solange es auch bezahlen kann. Schulden sollte man wegen sowas nicht machen, das sage ich euch ganz ehrlich. Und man sollte gut hinschauen, was man sich kauft, weil der PC, den ich vorher hatte, ja, Minecraft, das hat er hingekriegt, aber alles andere, das war ein Lotteriespiel. Wieder nachpflanzen hier. Das ist mehr als genug. Wenn ich jetzt raufhüpfe und noch ein paar Setzlinge mit dabei sind, dann bin ich schon ganz zufrieden. Und die kriege ich auch. Danke dafür. So. Reif sein wird noch nichts, das ist klar. Aber ich dezimiere trotzdem das Gras hier. Ich hasse das. Ich weiß nicht wieso, aber es ist so. So, dann pflanzen wir gleich mal ein bisschen nach. Ja, es fällt mir eh selber auch auf, dass so. Wunderbar. Haben wir dann das erste Feld gleich mal voll. Ah, Dingens brauchen wir ja auch, Komposter, ansonsten werden keine Bauern draus. Da wird der Platz dann schon bald ganz gut genutzt sein. Weil direkt neben das Weizenfeld sollte ich es nicht stellen, ansonsten hüpfen die mir wieder da runter und dann ist das Feld kaputt. Wie gesagt, Bro, würdest du mal Gras fressen? Ich würde deine Wolle brauchen. Ich sehe schon, dass ich mir in den nächsten Folgen auch Schafe holen muss. Ansonsten wird das nichts. Kann ich mir gleich wieder ein paar Punkte machen. Und wenn wir mal... Oh, da oben ist ja noch eins. Mal ein Nebendeck haben, dann machen wir einen Regenbogenschaf. Guter alter Jeep. Die brauche ich. Einer der Entwickler, wenn ihr euch mal gefragt habt, was JEB bedeutet. Ah, jetzt ist es auch genehm bei dir, ne? Der andere war ja neidig, der hat mir nur eins gegeben, du zumindest zwei. Das ist ja schon mal was. Mit dem ich absolut nichts anfangen kann, aber bitte. Besser als gar nichts. Da gleich wieder ein bisschen das Gras dezimiert. Ich meine, dass ich schon mal gesagt habe, ich hasse Gras hier. So. Jetzt ist mir wohler. Nee, das hat muss noch weg. Morgen, also an dem Tag, wo ihr das Video zu sehen bekommt, bin ich Weihnachtseinkäufe machen, beziehungsweise mit dem Christkind einen Plan schmieden, was es zu Weihnachten alles geben wird. Wieder mit einem Arbeitskollegen von mir, der ist da immer mit dabei. Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist übrigens der Arbeitskollege, wo ich einmal erzählt habe, der gehört zur Familie, obwohl er eigentlich kein Familienmitglied ist, sondern den habe ich zum Familienmitglied erklärt.
gehört dazu. Und ist auch jedes Jahr bei mir zu Weihnachten eingeladen. Ist auch der Taufpate von Christopher. Dementsprechend ist da dann auch Chris in seinem Fokus. Ja, das ist jetzt natürlich semi-produktiv. Ich werde einen Cut setzen bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich da ins Bett legen kann, wenn ich das Bett finde. Ja. Und das canceln kann, weil das ist nervig. So, habe mir jetzt kurzerhand eine Uhr gebastelt. Weil, ja, wenn das wieder ist, dann gehe ich so lange in die Miete und werkel da herum. Ein bisschen nervig. Du kommst mir gerade ganz gelegen. Danke für die Fäden. Also gegeben 2. Oh, was war denn das? Wieder? Krasser Lag. So. Einmal hier. Anlegen. 1, 2, 3, 4. Geben. Das heißt, hier müssen wir sie hier anlegen. Oh, das wollte ich nicht. Kommen wir schnell wieder ab. Da habe ich mich gar nicht umgesehen, ob da irgendwo ein Creeper herum. Lungert, aber ich glaube, den hätte ich schon mitgekriegt, wenn es im Rücken geknallt hätte. Aber da ist weit und breit nichts. Berge sind da immer ganz gefährlich. Naja, OBS hat gerade ein Update gekriegt. Vielleicht liegt es daran, dass es gerade ein bisschen geruckelt hat. Die Ruckler, tut mir leid, kann ich leider nichts. Ja, dann mal alle Treiber durchgehen. Vielleicht muss irgendwas aktualisiert werden. Kann auch sein. Grafikkarte vor allem. Auch schon wieder eine Woche her, dass ich das kontrolliert habe. Bin ein bisschen schleißig. So, das wäre auch erledigt. Immer schön, ja. Immer schön Seitenverkehr zum anderen. Das passt so. So. Jetzt durchgezogen hier. Gleich noch ein drittes Mal, damit sie mir hier nicht auskönnen. Weil wenn die da irgendwo am Rand ein Bett stehen haben oder so, dann können sie schon wieder rüberhüpfen. Deswegen muss das 3 hoch sein. Und jetzt hier. Weil hier mache ich mir nochmal auf, damit ich die Villager reinpacken kann. Leer fertig, beziehungsweise die Falle fertig für die Baby-Villager. Da sollen sie nämlich nach unten fallen und der Wasserlauf bringt sie unten in die Sammelkammer. So funktioniert das Ganze hier. Und natürlich in jeder der Kammern sind 2 Villager drin mit 3 Betten, damit sie auch brav Bambinis machen.
Ausleuchten muss ich dann noch ordentlich, damit da kein Mobspawn drinnen entsteht und vielleicht außen auch nicht. Ansonsten haben wir wieder Golems und ja, die Golems hier brauche ich nicht. Die brauchen wir dann erst bei der Eisenfarm. Das ist sogar der erste Weizen schon fertig. Bisschen zusammenreißen noch, Leo, du hast es gleich geschafft. Bisschen Konzentration. Ich weiß, ein Rechteck machen ist eine schwere Sache, aber du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Oh, einmal noch. Dann haben wir es. Riskantes Material, muss ich sagen. Aber wenigstens kriegt das Material dann mal eine Verwendung. Mal hier. Moment. Hier dann auch. Und andere Seite auch noch. Dann habe ich überall was frei, um die Villager zu parken. Schauen wir dann mal, wie viel da oben sind. Das wird aber dann wahrscheinlich in der nächsten Folge schon passieren, falls ich da noch leben sollte. Ja, ich würde mal sagen, soweit ist der Grundaufbau getätigt. Na, die Dingens machen wir jetzt schon noch. Ich schon die Dingens, die Bummens und die Bummens und die Dingens. Die Komposter meine ich. Acht. Oh, müsste sogar genügen. So, einer. Hier. Und einer hier. Einer hier. Einer hier. Es sollen ja immer nur zwei sein, also sind acht auch mehr als ausreichend. Einmal hier. Und einmal hier. Und dann noch einmal hier. Und einmal hier. Und auch die Komposter sind gesetzt. Ich werde mich dann daran machen, die Schafe hier. Das könnten wir jetzt noch machen. Anfangen zu züchten. Beziehungsweise scheren kann ich sie jetzt. Züchten werden wir sie dann in der nächsten Folge. Wenn du mir jetzt zwei gibst, wäre ich dir dankbar. Er gibt mir eins. Totnägel. Ihr seid Schafe, keine Ziegen. Also kommt da runter. Du gibst mir. Oh. Friss gleich nochmal Gras. Sei so lieb. Komm, einmal geht noch. Du hast Hunger, ich weiß es. Macht's natürlich nicht. Aber du wirst ganz gerne mit mir nach unten gehen. Was ist es denn? Hallo? Auf? Bin ich denn jetzt blöd? Ah! Oh, wie hast denn das jetzt gemacht? Danke, Katze. Dass da die Harvest Moon Hülle runtergeworfen werden muss. Danke, dass du das für mich gemacht hast. Komm. Komm da runter. Da. Und an dieser schönen Stelle endet unsere Folge jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns gesund und munter in der nächsten Folge wieder. Und ich sage schon mal Tschüss. Bis dann. Ciao.